Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 14. Video Mathematik höre Mathematik für Nebenfächler, Studienanfänger und so weiter. Wer sich da sonst noch für interessiert, es geht heute in dem Video und zwar in einem ersten Teil um die wichtigsten Funktionen, die man kennen sollte, wenn man irgendwo in irgendeinem Hörsaal sitzt und sich höhere Mathematik anhört. Unterlagen kostenfrei als PDF unter www.raphaelbiere.de, damit ihr es nur wisst. Ja, Übersicht habe ich hier gemacht und zwar mache ich in diesem Video Nummer 14 Polynome, also ganz rationale Funktionen mit ein paar Beispielen. Es geht um Potenzfunktionen, es geht um gebrochen rationale Funktionen, es geht um Umkehrfunktionen und Wurzelfunktionen, um Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen. Das reicht dann erst. Im zweiten Video gucke ich dann mal, was ich im zweiten Video dazu schaffe. Da geht es um trigonometrische Funktionen, ganz wichtig. Noch wichtiger die Arcus-Funktion, also die Umkehrfunktion. Dann geht es um Hyperbelfunktionen, die sollte man kennen, um die Umkehrfunktion von Hyperbelfunktionen, die sogenannten Area-Funktionen und Kegelschnitte. Ja, mache ich alles. Auf geht's. Ganz rationale Funktionen, ziemlich einfach. Also, oder Polynome sagt man auch, a0 plus a1x hoch 1 plus anx hoch n mit ai, das sind alles reelle Zahlen, n aus n. Oder man kann auch das umgekehrt machen, mit anx hoch n anfangen. Wo ist mein Stift? Ja. Mit anx hoch n anfangen. Und dieses n hier oben, der höchste Exponent, bestimmt den Grad des Polynoms. Also man sagt, ein Polynom vom Grad n, wenn der höchste Grad eben das n ist, also hier unten seht ihr f von x gleich a mal x hoch 1 plus b, das ist ein Polynom vom Grad 1, habe ich hier drunter geschrieben, oder eine lineare Funktion oder eine Gerade. Okay, also es gibt diese Schreibweise, pardon, und es gibt diese Summenschreibweise ai x hoch i, das ist also das Gleiche. Also das geht dann mit i gleich 0 los, also a0 x hoch 0 plus a1 x hoch 1 plus an x hoch n. Man nennt das auch eine endliche Reihe. Gut, ja, okay, paar Beispiele dazu. Die kennt man alle aus der Schule, deshalb mache ich da jetzt nicht so einen Aufstand drum. F von x ist ax plus b mit a und b aus den reellen Zahlen. Das ist eine lineare Funktion. Das a gibt die Steigung an das b, den y-Achsenabschnitt. Dann gibt es ein Polynom vom Grad 2 oder auch Parabel oder quadratische Funktion ax² plus bx plus c. Kennen wir auch alles aus der Schule. Dann gibt es die kubischen Funktionen, das sind Polynome vom Grad 3, die gehen also ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d in der allgemeinsten Form mit a, b, c, d reelle Zahlen. Ja. Was man wissen sollte an Eigenschaften der ganz rationalen Funktion oder der Polynomfunktion. Erstmal, wie so ein Polynom aussieht, dass das ein Polynom ist. Der Definitionsbereich eines Polynoms ist erstmal prinzipiell, besteht prinzipiell aus, immer aus den reellen Zahlen, wenn keine anderen Einschränkungen vorliegen. Der Graph ist überall stetig, der Graph ist überall differenzierbar und integrierbar und ein Polynom vom Grad n hat höchstens n Nullstellen. Ein ganz wichtiger Satz, den man kennen sollte. Es gibt also kein Polynom, sag jetzt mal vom dritten Grade, das 4 Nullstellen hat. Es gibt es nicht. Also kann auch nicht sein, ja, klar. Ja, dann sollte man kennen, wenn es um Geraden geht, y gleich ax plus b, man sollte kennen, Steigung ist a, den y-Achsenabschnitt ist b und man sollte die sogenannte Zwei-Punkte-Formel kennen. Das findet man, wenn man das nochmal nachlesen möchte, auf meinem YouTube-Kanal unter den Playlists, ich weiß gar nicht, Klasse 7 oder so, ja, oder müsst ihr mal einfach ein bisschen in den Playlists suchen. Genauso wie ich da vollständig die Parabel behandelt habe, ich glaube Klasse 8 ist das, y gleich ax² plus bx plus c mit Satz des Vieta und PQ-Formel und was weiß ich alles, das steht da alles, wie gesagt, in den Playlists. Deshalb habe ich das auch hier jetzt nicht nochmal gemacht. Öffnungsparameter ist der Parameter a, Nullstellen maximal 2, Scheitelpunktsform sollte man kennen und Symmetrie sollte man auch kennen. Ja, was ist jetzt?
Wie gesagt, das könnt ihr einfach auf meinem Kanal euch nochmal angucken. Da habe ich mehrere Videos zugedreht. Ja, Sonderfälle. Hier habe ich so eine Potenzfunktion. Und zwar habe ich sofort das n aus z zugelassen. Man macht hier erstmal also x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3, dann kommt x hoch 0 dazu, das ist ja doof. Und dann kommt auch x hoch minus 1, x hoch minus 2, x hoch minus 3. Ja, das denke ich mir, sollte man auch kennen. Und wenn man das kennt, dann kann man x hoch m durch n definieren als n-te Wurzel aus x hoch m. Dann hat man also Potenzfunktionen mit oben rationalen Exponenten. Und die wichtigsten, was schreibt man kürzer, f von x gleich x hoch r. R ist aus q. Und die wichtigsten Eigenschaften dieser Potenzfunktionen sollte man im Kopf haben. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich hier Bilder gemacht habe. Nee, das mache ich mal. Also wir haben f von x gleich x hoch r. Für r größer 0 ist der Graph monoton steigend und jeder Graph geht durch den Punkt 1, 1. Für r kleiner 0 ist der monoton fallend. Und für r kleiner 0 sollte man diese Grenzwerte kennen. Also der Limes von f von x für x gegen 0 ist unendlich. Und der Limes von f von x für x gegen unendlich ist 0. Wir machen das mal GeoGebra. Also ich mache hier einmal so einen Schieberegler, den nenne ich einmal R. Okay, Schrittweite, wir nehmen mal 0,1, ja, Schrittweite 0,1 von minus 5 bis 5. Und jetzt mache ich hier unten mal, also da gebe ich jetzt ein. Natürlich hat jeder, der irgendwie mit Mathematik zu tun hat, dieses Programm zu Hause. Es geht gar nicht anders. Jetzt habe ich x und dann muss ich hoch, seht ihr? Ja, genau. Also ich nehme mal jetzt. Ich mache jetzt mal r gleich. Also ich mache das. Wir machen das mal von 0 ab. So, geht das jetzt? Ja. So, also wir haben jetzt x hoch 0,1. Das seht ihr hier oben. Da läuft der Parameter auch mit. X hoch 0,2. Und jetzt seht ihr, ist das so. Das ist also streng monoton steigend. Ja, normalerweise ist das natürlich nur für x größer 0 definiert. Das kippt hier allerdings um. Ja, bei der Parabel zeichnet er das, aber das darf euch jetzt nicht stören. So. So, und jetzt machen wir das einmal. Das ist also für r größer 0 und jetzt mache ich das einmal für r kleiner 0. So, jetzt haben wir die das. Man sieht hier, es ist streng und dort. Und dann seht ihr auch schön die Grenzwerte für x gegen 0. Ist das also plus unendlich? Ja, das ist jetzt wieder da. Und für x gegen unendlich geht es das also 0. So habe ich das jetzt einmal schön vorgemacht und da kann man jetzt wunderbar mitspielen, aber man kann das auch sein lassen. Okay. Habe ich? Okay. Das ist eine Veranschaulichung. Ja, dann kommen wir zu den rationalen Funktionen. Rationale Funktion oder gebrochen rationale Funktion ist im Prinzip erstmal ganz einfach und zwar man bildet einen Bruch und im Zähler und im Nenner stehen beliebige Polynome. Das ganze Kapitel gebrochen rationale Funktion ist unendlich weit. Eine ausführliche Darstellung findet ihr auf meinem YouTube-Kanal unter Mathematikaufgaben und zwar guckt ihr euch die Playlist Lehrgang gebrochen rationale Funktionen an. Da steht alles, was das Herz begehrt. Video 431, das sind insgesamt 10 Videos. Da findet ihr also alles von Definitionsbereich, Wertebereich und weiß der Kuckuck. Deshalb brauche ich mich da jetzt hier, brauche ich euch da hier jetzt nicht nochmal zu langweilen. Das ist also relativ ausführlich dargestellt. Wer sowieso sagt, kann ich, genial. Umkehrfunktionen findet ihr auch schon auf meinem Kanal. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn ich also eine Funktion gegeben habe, y gleich f von x mit Definitionsbereich und Wertebereich, dann heißt diese Funktion umkehrbar oder invertierbar. Wer lieber das lateinische Fremdwort von invertere, invertere, von invertere kommt, das ist ja auch umdrehen.
Seine Funktion heißt umkehrbar, wenn es zu jedem y-Wert aus dem Definitionsbereich genau einen x-Wert aus dem Definitionsbereich gibt. Also, ich habe hier einmal einen Ast der Parabel gezeichnet. Ihr seht, wenn ich jetzt hier irgendeinen y-Wert nehme, dann kann ich über die Parabel und ich kriege genau einen x-Wert. Das heißt, diese Funktion hier wäre umkehrbar, während diese Funktion, natürlich ist das y gleich x², nicht umkehrbar ist. Wenn ich mir hier nämlich einen y-Wert nehme, dann kriege ich dazu zwei x-Werte, zwei verschiedene x-Werte. Deshalb wäre diese Funktion nicht umkehrbar. Würde man sie trotzdem umkehren, käme keine Funktion, sondern eine Relation heraus. Aber das sage ich jetzt einfach mal so nebenbei. Ja. Rechnerisch ist das total einfach. Wie ermittelt man die Umkehrfunktion? Man nimmt sich die Gleichung, die Funktionsgleichung, egal ob in expliziter oder impliziter Form, vertauscht x und y. Man vertauscht in der Funktionsgleichung y und x und löst nach y hin auf. Dabei gilt, der Definitionsbereich der Funktion wird zum Wertebereich der Umkehrfunktion und der Wertebereich der Funktion wird zum Definitionsbereich der Umkehrfunktion. Der geometrische Aspekt ist relativ einfach. Geometrisch entspricht das einer Spiegelung an der Winkelhalbierenden des ersten bzw. dritten Quadranten y gleich x, eben weil man y mit x vertauscht. Hier steht ja, y ist das gleiche wie x oder x ist das gleiche wie y. Erstes Beispiel, ich habe eine ganz normale Gerade, y gleich 2x minus 3, Definitions- und Wertebereich sind reelle Zahlen. Ich vertausche jetzt x und y, ihr seht, und die anderen, alle anderen Sachen lasse ich, also alle Rechenzeichen und sonstigen Zeichen lasse ich, und dann wäre das hier schon die Umkehrfunktion. In impliziter Form, ja, nicht nach y hin aufgelöst. Jetzt löse ich hier nach y hin auf. Plus 3 geteilt durch 2. Manche Bücher schreiben hier dann auch drüber so einen Querstrich. Erstens. Sehr unübersichtlich, irreführend. Manche Bücher schreiben, habe ich auch schon gesehen, grauenvoll, so ein minus 1 hier oben drüber, und zwar über diesen nicht hoch minus 1, sondern das ist das Letzte, was es gibt. Ja. Also ich sage das nur mal grauenvoll. Manche Bücher schreiben tatsächlich y hoch minus 1 und schreiben dann daneben, das ist jetzt nicht 1 durch y, sondern es ist ein Zeichen für die Umkehrfunktion. Völlig grauenvoll, finde ich persönlich. Ja, Definitionsbereich ist gleich der Umkehrfunktion, ist gleich der Wertebereich der Funktion, sind alle reellen Zahlen und hier auch. Total einfach. Zweites Beispiel. Ich ziehe mal einfach die E-Funktion aus der Tasche. Ich komme da gleich noch zu y gleich. Wir kennen die alle. Ihr kennt die aus der Schule, ich kenne sie auch aus der Schule. Y gleich e hoch x, Definitionsbereich aller reellen Zahlen, Wertebereich r größer 0. Ich vertausche x und y und ihr seht, ich habe jetzt hier erstmal keine Möglichkeit, diese implizit gegebene Funktionsgleichung der Umkehrfunktion nach y hin aufzulösen. Deshalb gibt es da die Logarithmus-Schreibweise. Also ich kann für diese, wenn ich diese Gleichung nach y auflöse, dann ist hier diese Schreibweise vereinbart. Man schreibt y gleich ln. Ln als Zeichen, da komme ich gleich noch zu, dafür, dass man zur Basis e sich hier befindet, ln von x. Der Definitionsbereich ist der Wertebereich der Funktion, r größer 0. Und der Wertebereich von y gleich ln x ist der Definitionsbereich der Funktion, nämlich alle reellen Zahlen, wussten wir auch schon vorher. Gut. Und ein drittes Beispiel noch, habe ich nochmal y gleich ax plus b mit ax gleich 0. Ihr seht, ich habe hier wieder x und y vertauscht. Und dann subtrahiere ich b und dann teile ich durch a, das darf ich, weil das nicht 0 ist. Und dann habe ich y gleich 1 durch ax minus b durch a als Umkehrfunktion. Ja. Exponentialfunktion. Da kann ich mich auch kurz fassen, etwas kürzer. Auf meinem Kanal Mathematikaufgaben findet ihr die Videos 121 bis 125. Ausführlich behandelt Exponentialfunktionen in ihrer hier stehenden Allgemeinheit mit a größer 0 natürlich und a ungleich 1. Das ist sehr doof. So eine Funktion, bei dem jetzt umgangssprachlich gesprochen das x
rum im Exponent steht, nennt man ein Exponential. Exponent, weil x im Exponent steht, Exponentialfunktion. Ja, auch die Eigenschaften schreibt man wieder getrennt nach getrennt auf, und zwar einmal h zwischen 0 und 1. Hier und dann a größer 1, 1. Die Eigenschaften sind für 0 kleiner a kleiner 1, Definitionsbereich aller reellen Zahlen, Wertebereich alle reellen Zahlen, streng monoton fallend, Limes f von x gleich 0 für x gegen unendlich. Habe ich eben schon gemacht, habt ihr sicherlich gemerkt, ich hatte ja eben, nee, gar nicht, entschuldigt. Ui. Nee, jetzt war ich wo ganz anders. Wir gucken uns das mal an. Also, wir machen mal, nee, das möchte ich alles nicht speichern. Och, jetzt hat er mir das weggemacht, das ist auch nicht. Also, wir machen einmal einen Schieberegler. Was nehmen wir denn hier? Wir lassen das a mal stehen und wir machen größer 0. Also 0.0.0001. Nur für positive. Schrittweise nehmen wir mal 0.1. Jetzt machen wir 0.001. Schrittweite maximal 5. Schrittweite 0.1. Okay. Und jetzt nehmen wir hier unten mal f, runde Klammer auf x, runde Klammer zu, ist gleich a hoch x. Ja, der, nicht erschrecken, a ungleich 1 wollte ich jetzt hier eingeben, der setzt den GeoGebra, setzt den Parameter immer automatisch auf 1. Also, hier. Ja, wir gucken mal, ich hatte ja 0 kleiner a kleiner 1 genommen, also gucken wir uns das hier mal an. Wo sind wir? So, 0,9. 0,9 hoch x, 0,8 hoch x, 0,7654 3, 2. Ja, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, jetzt seht ihr schön die Grenzwerte. Definitionsbereich seht ihr, Wertebereich. Die Potenzfunktion ist immer größer 0. Ach so, jetzt, ja, jetzt machen wir größer 1. Ihr seht, dann klappt die so schön um. Und wenn ich jetzt natürlich bekannterweise... Und wenn ihr jetzt 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 und dann sind wir natürlich bei der, fast bei der E-Funktion. Ihr seht, die liegt zwischen 2,7 und 2,8. Ja. Das ist also die Potenz, nee, die Exponentialfunktion. Gut, mit den entsprechenden Eigenschaften, die wir uns jetzt, ja, zu der E-Funktion mache ich... meine Bemerkung, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ich komme da gleich noch zu, die E-Funktion einzuführen. Manche machen es über unendliche Reihen, sehr anspruchsvoll. Manche machen es, besonders bei den Physikern, die machen es über Differentialgleichungen. Gesucht ist eine Funktion mit dem sogenannten Anfangswert f von 0 gleich 1 und wo die Funktion f mit ihrer ersten Ableitung übereinstimmt, also f von x gleich f' von x. Manche machen es über einen Grenzwert. In der Schule wird das manchmal über den Grenzwert gemacht. Und dann gibt es also viele Möglichkeiten. Manche sagen einfach, der Euler hat die Zahl erfunden. ja. Die Umkehrfunktion, ich komme ja gleich, die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist die Logarithmusfunktion. Und da habe ich das jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht. Seht y gleich auch x, und wenn ich jetzt x und y vertausche, kriege ich x gleich auch y. Das ist eine implizit gegebene Funktionsgleichung, und dafür gibt es die neue Schreibweise y ist gleich log, das heißt Logarithmus zur Basis a von x. Die wichtigsten Eigenschaften sollte man schon aus der Schule kennen, obwohl die Logarithmusfunktion ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, obwohl gerade zu jeder beliebigen Basis, also der Definitionsbereich ist größer 0, der Wertebereich sind die reellen Zahlen, y von 1 ist Logarithmus zur Basis a von 1 ist immer 0, das ist eine Nullstelle, das sollte man kennen, und dann sollte man wissen,
Zwischen 0 und 1 ist der Graph streng unterfallen. Für Größe 1 ist er streng monoton steigend. An der Stelle x gleich 0. Der Wert x gleich 0 gehört nicht zum Definitionsbereich der Logarithmusfunktion. Ist die y-Achse asymptote, also der Limes vom Logarithmus zur Basis a von x für x gegen unendlich von der rechten Seite, ist also der Rechtslimes. Rechtslimes x gegen 0 gleich Limes x gegen 0 von rechts ist gleich plus oder minus unendlich. Ja, zwei Schaubilder. Ich habe hier der Logarithmus zur Basis e von x, wobei e etwa 2,7 ist. Den schreibt man auch abkürzenderweise, wichtig für die Benutzung des Taschenrechners, ln. Die Buchstaben ln bedeuten immer, dass der Logarithmus hier zur Basis e genannt wird. Hat man eine andere Basis, muss man schreiben log. Und dann gibt es gleich noch der Logarithmus zur Basis 10. Der sogenannte dekadische Logarithmus kommt gleich, der kürzt sich ab mit LG. Wichtig für die Taschenrechnerbenutzung. Die Rechenregeln des Logarithmus sollte man auf jeden Fall kennen. Hier sind die drei wichtigsten. Die sind ja auch in der Schule, werden die sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe jetzt nicht die Bereiche aufgeschrieben. Also der Logarithmus sieht hier eines Produktes, ist gleich der Summe der Einzellogarithmen. Der Logarithmus wirft quasi die Rechenart so eine Stufe runter. Also ich sage jetzt mal umgangssprachlich, aus mal wird plus, aus geteilt wird minus und aus hoch wird mal. Logarithmus von r durch s ist die Differenz der Einzellogarithmen und der Logarithmus, ganz wichtig, von einer Potenz, quasi holt der Logarithmus dieses s hier runter. Ja, s mal Logarithmus zur Basis a von r. Ganz wichtig, also auf jeden Fall, die sollte man auf jeden Fall auswendig können. Da gibt es kein Vertun, bitte auswendig. Ja. Ja, dann habe ich noch so ein paar Bemerkungen, Ergänzungen und Zusätze. Gebräuchliche Logarithmen. Einmal der Logarithmus zur Basis 2 wird in der Informatik oft benutzt. Der Logarithmus zur Basis 10 wird abgekürzt LG von x, wichtig für einen Taschenrechner, heißt auch dekadischer Logarithmus. Und der Logarithmus zur Basis e, zu dieser Euler-Zahl e, 2,7 und so weiter, ist Logarithmus zur Basis e von x, wird abgekürzt mit ln, heißt natürlicher Logarithmus, oder wer es gerne lateinisch haben möchte, Logarithmus naturalis. Wichtig für die Taschenrechnerbenutzung. Dann sollte man auswendig können. Der Logarithmus naturalis, der natürliche Logarithmus von e hoch x, ist gleich x mal ln e nach den Potenzgesetzen, und ln e ist 1, ln e hoch 1, ja, x mal 1 gleich x, also ganz wichtig, ln von e hoch x gleich x. Genauso e hoch ln x gleich x, da trifft immer die Funktion auf ihre Umkehrfunktion. Der Logarithmus zur Basis a von a hoch x, habe ich aufgeschrieben, ist x mal Logarithmus zur Basis a von a. Logarithmus zur Basis a von a ist ja die Hochzahl, weil hier die 1 steht, ist das hier diese 1, ist gleich x. Und die Grenzwerte, ja, da kann man jetzt streiten, ob man die auswendig können soll oder nicht. Grenzwerte von Logarithmus und D-Funktion, also ich denke mir, diese Grenzwerte sind Pflicht, das ist ganz wichtig. Die Grenzwerte der E-Funktion muss man kennen. Die E-Funktion wird für große x immer größer und die E-Funktion wird für kleine x immer kleiner, geht gegen 0. Die E-Funktion ist immer größer 0. Das ist auch ganz wichtig. E hoch x ist größer 0. Und zwar ist das unter anderem rechnerisch deshalb so wichtig, weil man bei komplizierten Berechnungen, nämlich brutal durch e hoch x dividieren darf, das ist immer ungleich 0 und man braucht keine Fallunterscheidungen zu machen. Ja, dann sollte man sich merken, so ein bisschen umgangssprachlich, die E-Funktion ist ein sogenannter Potenzfunktionenkiller. Wenn man nämlich einen Grenzwert hat, und zwar Potenzfunktion, irgendeine Potenzfunktion und dahinter mit einem Malpunkt eine E-Funktion, auch bei einem geteilt, dann bestimmt die E-Funktion immer den Grenzwert. Das heißt, jede Potenzfunktion verliert hier im Kampf gegen die E-Funktion.
Bei der Logarithmusfunktion ist es genau andersherum. Die Logarithmusfunktion wächst so langsam, dass die Logarithmusfunktion immer der Potenzfunktion Verlierer ist. Sie wächst für x gegen unendlich langsamer als jede andere Potenzfunktion. Das heißt, der Limes von ln x durch x hoch n wird immer von x hoch n bestimmt. Ganz wichtig. Ja, das habe ich eben schon mal gemacht. Gut, dass ich das jetzt doppelt aufgeschrieben habe. Ich bin ja ganz begeistert von mir. Ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, die Lösungen von Exponential- und Logarithmusgleichungen ist eine schwierige Kiste. Wer das nochmal nachlesen möchte und das in der Schule nicht so gut gemacht hat, kann meine Videos 128 bis 133 durcharbeiten. Es sind, glaube ich, 1831, 133, sechs Videos, in denen ich die verschiedensten Gleichungen ausführlich vorgerechnet habe. Und zwar ist das früher mal in Klasse 10 gemacht worden. Ja, lang ist es her. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Damals war das so. Ja, auf meinem Kanal. Ja, alle Unterlagen, das war's. Alle Unterlagen findet ihr auf meiner Homepage als kostenloses PDF-Dokument. Und im nächsten Video geht es um trigonometrische Funktionen, kennen wir alle. Die Umkehrfunktion der trigonometrischen Funktion kennen wir vielleicht eher nicht. Die Hyperbelfunktion kennen wir bestimmt nicht. Und die Areafunktion werden nicht unterrichtet. Und die Kegelschnitte sowieso nicht. Doch, Kreis und Parabel kommt vor. Gut, das wäre mein Ausblick für das nächste Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.